kommen wir mal wieder zu einem Ali-Haul beziehungsweise China-Shop, weil ich habe auch eine Sache bei eBay bestellt, was aber aus China gekommen ist. Das ist heute mitgekommen. Also machen wir da mal so einen gemischten kleinen China-Haul. Genau, ich denke, das ist eine gute Variante. Wie bestimmt einige von euch gesehen haben, das muss ich jetzt zum Anfang nämlich sagen, sonst habe ich es nachher wieder vergessen. Ich habe mir doch die Induktionsladestation gekauft für meinen S8 Plus. Ja, diese Ladestation hat dann nach zweimal Aufladen den Geist aufgegeben. Ihr seht den Aufkleber unten. Sie ist durchgeschmort. Ja, ich stehe jetzt gerade in Verhandlung mit dem Kundenservice von ICB. Und ja, ich möchte doch wohl ganz gerne mein Geld zurückhaben und mal gucken, ob das klappt. Das werdet ihr allerdings dann erst im nächsten Haul eventuell mitkriegen. Es kann auch sein, ich werde das jetzt noch nicht direkt hochladen, weil ich warte noch auf ein paar Sachen von Ali. Es kann sein, dass ich euch das noch Richtung Ende des Videos zeige oder sage, ob ich das Geld zurückbekommen habe. Bei dieser Lieferung fehlte ja auch eine Handyhülle. Das Geld dazu habe ich ohne zu murren zurückbekommen. Also das ging ruckzuck. Hat super geklappt. Also dafür von mir schon auf jeden Fall ein Pluspunkt, ne? Jetzt sehen wir mal, wie es damit läuft. Ob die das machen oder nicht. Ich werde euch da auf jeden Fall berichten. So. Das war jetzt erst einmal das, ja, das nicht so tolle. So, fangen wir einfach mal an. Und zwar habe ich bei eBay kleine, wirklich kleine Quasten gekauft in verschiedenen Farben. Und zwar möchte ich die gerne haben für meine Fudoris als Aufhängerchen. Ich habe jetzt natürlich gedacht, die werden größer. Ich habe nicht mitgerechnet, dass sie dieses Metallteil mitzählen, von der Länge her. Ja, und so war das Ding dann mal mit dem Teil 2,5 cm. Also die Quaste selber ist 1,5 cm und das geht echt mit 1 cm durch, dieses Metallteilchen, ne? Was, glaube ich, eher sogar Plastik ist. Aber das ist nicht schlimm. Das war jetzt ein 50er-Paket. Da sind, wie ihr seht, auch verschiedene Farben drin. Da sind auch Rot mit drin, da ist Lachs mit drin, Mint, Blau, Schwarz, Weiß und Creme. Das sind so die Farben. Habe ich jetzt bei eBay bezahlt 4,85 Euro für 50 Stück. Ich habe gehofft, dass es größere sind, deswegen bin ich da doch schon ein bisschen enttäuscht, dass die doch so klein sind für den Preis. So. Dann sind noch ein paar andere Sachen angekommen. Noch eine Sache, wo ich nicht weiß, ob sie wirklich funktioniert. Und zwar habe ich mir hier so eine Stanze mitbestellt. Ja, könnt ihr das sehen? Ja, ich glaube. Eine Stanze mitbestellt für eine Pralinenverpackung. Ja, ich habe noch nie so eine schlecht verarbeitete Stanze gesehen. Ihr seht hier schon alleine diese Knickkanten. Das sollen die Falzlinien werden. Die sind mega, mega breit. Also das ist echt heftig. Das ist richtig, richtig heftig. So könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, bin ich ein bisschen von enttäuscht. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Und werde euch das nachher noch mit hinten an diese Sache jetzt dranhängen. Wie das dann aussieht, ob das funktioniert oder nicht. Die Standschablone hat mich gekostet 2,85 Euro. Das ist jetzt nicht so ein hammer, mega teurer Preis. Aber auch das ist Geld. Ich habe 4 Wochen darauf gewartet. Und ja, ich würde mir dann halt einfach nur wünschen, dass es dann auch funktioniert für den Preis, ne? Dann habe ich mir noch einen Stempel mitbestellt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier irgendwo ein weißes Papier habe.
Nehmen wir mal das hier. Da könnt ihr das schon sehen. Oh, ich hoffe, das Fenster, das blendet nicht allzu stark. Ja, so seht ihr noch weniger hier. Und zwar ist das so ein Vintage-Stempel. Ihr habt da halt alte Schrift mit drauf. Da sind alte Tabellen mit drauf. Also ich finde die ist echt, echt toll. Für den Hintergrund richtig, richtig cool. Hat gekostet 98 Cent. Kann man nicht meckern. Dafür war das super. Dann habe ich mir noch so einen kleinen Stempel mitbestellt. Und zwar, ich hole euch mal noch einmal näher ran. Dann brauche ich mich nicht so über den Tisch lang machen. Und zwar mit so kleinen Igelchen. Ja, die sind echt süß. Die sind mega, mega klein. Haben gekostet 79 Cent. Aber ich finde die hammer süß. Könnt ihr als Karte machen. Zum Beispiel die hier in vierfacher Ausführung stempeln. Und dann halt ein bisschen versetzt dann aufkleben, ne? Finde ich echt niedlich. Die durften dann mit. Und ich habe mir einen Katzenstempel bestellt. Den hier. Der hat 77 Cent gekostet. Fand ich auch total niedlich. So für Katzenfans, vielleicht zum Geburtstag oder so, auf eine Karte. Finde ich das ganz süß. Durfte dann halt auch mit für 77 Cent. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit bestellt. Und zwar habe ich davon, jetzt hole ich euch wieder weiter raus, habe ich davon zwei Tüten bestellt. Ich mache ja Dekodeen, wie jeder weiß. Und habe mir gedacht, ich bestelle mir mal so kleine Plastikgläser. In verschiedenen Ausführungen, da kann man doch super mal so ein Dekodeen-Eis mitmachen zum Beispiel. Oder wie so ein Cocktail mit durchsichtigem Silikon. Manche von diesen Gläschen haben auch, wie ihr hier oben seht, eine Schlaufe, wo man dann halt auch ein Anhängerchen, als Anhängerchen das durchziehen kann. Haben aber nicht alle, habe ich gesehen. Hier dann mal ein Bierglas. Also die fand ich echt süß. Die habe ich halt in doppelter Ausführung bestellt. Für Dekodeen. Die hier zum Beispiel auch. Aber die hat hier oben ein Loch durch. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Na, ja, da. Da ist ein kleines Löchlein. Da könnte man das auch durchziehen. Aber selbst das kleine Löchlein hat dieses hier nicht. Und hier ist auch kein Löchlein. Aber ich sag mal so, man kann sich ja auch selber da Löcher durchmachen. Das ist ja nicht das Problem. Einfach mit einer heißen Nadel oder Nagel durch und dann hier dann auch so ein Bierhumpen. Ich fand die richtig, richtig cool. Hier ein Eisbecher. Oder wie so eine Eistüte. Voll cool. Dann haben wir hier noch so ein kleines Glas. Ja, damit will ich auf jeden Fall was Tolles basteln. Es könnte sogar sein, dass ich euch dafür mitnehme. 3, 6, 9, 12, ja, passt. Und dann werdet ihr das sehen. Das werde ich dann wohl mit euch zusammen machen. Da hat jetzt für 12 Stück, also das Tütchen, ein Tütchen hat gekostet 1,10 Euro. Für 12 solche Gläschen finde ich das super. Die sind echt niedlich, diese Miniaturgläser, ne? Und das habe ich dann natürlich zweimal bestellt. Weil wenn man sie schon bestellt, dann sollte man das auch gleich auf einen Schlag machen. Ja, ihr Lieben, ich werde euch nachher noch zeigen, wie die Stanze gestanzt hat. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Das hänge ich euch dann gleich noch mit hinten dran. So, dann sehen wir uns bei den nächsten Ali-Sachen. So, ich habe das jetzt mal gerade getestet. Das ist das Ergebnis. Ich habe sie 5-mal durchgenudelt. Die Stanze, die schneidet gar nicht. Ja doch, dieses kleine Stückchen hier. Das ist das einzige Stück, was sie geschnitten hat. Das andere ist nur, wie ihr seht, einfach nur gequetscht. Also diese ist echt der letzte
Dreck, diese Schablone. Also wenn ihr sie irgendwo seht, bei Ali, bestellt sie euch nicht. Also bei mir fliegt sie in den Müll. Ich werde aber vorher den Verkäufer anschreiben, denen das zeigen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Also das sehe ich ja nicht ein. Irgendwo hört es auf. Ne? Man muss auch nicht alles verschenken. Das werde ich jetzt tun. Ich werde euch dann auch bei dem nächsten Stück dann sagen, ob es funktioniert hat, ob sie sich darauf eingelassen haben. Also nehmt bitte Abstand von dieser Standschablone. Ja, hallo ihr Lieben. Wir haben heute noch ein bisschen was von China bestellt bei AliExpress. Und ich habe ein bisschen was von Dorin Beats. Was heißt ein bisschen mehr schon. Das wollte ich euch hier jetzt gerade zeigen. Ihr seht das natürlich in dem Video von den China-Shops. Und ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an. Und zwar habe ich mir bei AliExpress, wir fangen damit an, das ist das Wenigste, bei AliExpress diese Ringe für hinten. Ich habe hier eins schon dran gehabt, also nicht wundern. Die gehen relativ schwer. Wo man dann halt wirklich seinen Finger reinstecken kann, um sein Handy vorne zu halten. Ne? Dafür ist das generell gedacht. Habe ich mir 5 Stück bestellt. Die kosten 34 Cent. Ich habe mehrere Handyhüllen und da möchte ich dann doch schon gerne das nicht immer umkleben müssen, wenn ich Bock habe zu wechseln. Sondern dass jede Hülle wirklich auch seinen Halter bekommt. Ne? So habe ich mir das gedacht. So, dann ist gekommen meine Stanze. Das ist eine Boxstanze, kostet 3,10 Euro bei Ali. Ist schon auf jeden Fall mit einer von den höherpreisigen, würde ich sagen. Es kommen aber auch noch mehr, also es ist noch einiges offen. Und das zeige ich euch dann nach und nach in diesem Video. Ne? Aber die ist auch sehr schön, gerade so diese kleineren Boxen. Finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Ne? So, dann kommen wir zu Dorin Beats. Da ist es diesmal ein bisschen mehr geworden. Ich habe einmal eine etwas größere Bestellung gemacht, allerdings im Rahmen wirklich von dieser Freimenge. Ja, wir fangen hier einfach mal an. Ich habe hier diese Ornamente mir bestellt. Ich zeige euch mal einmal die Artikelnummer. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das sind solche ganz Platten. Ich habe jetzt gedacht, sie wären kleiner, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wollte sie als Charm benutzen für meine Fudoris. Aber schaut mal, die sind richtig, richtig dünn. Die sind zwar wunderschön, aber sie sind halt, guck mal, wie riesig die sind. Ich meine, die kann man super verbasteln, gar keine Frage. Und ich finde das auch gerade, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt, hier dieses Muster ist echt wunderschön. Da habe ich mir auf jeden Fall, es sind in einem Paket 10 Stück drin. Ich habe mir 2 Pakete bestellt, pro Paket habe ich bezahlt 1,77 Euro. Also durften da 2 Pakete von mit. So, dann habe ich mir bestellt ein Paket mit Flügeln. Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, so könnt ihr das besser sehen, ne? Ich glaube, so rum ist besser. Da sind so kleine Metallflügel drin, auch gerade als Charme gedacht für meine Fudoris. Ich könnte mich ärgern, da hätte ich doch noch ein zweites Paket von bestellen sollen. Aber ich war wirklich schon bei diesen 21 Euro schon sehr, sehr knapp drin. So sehen die aus. Die sind richtig, richtig süß und ich finde, die sind super verarbeitet. Ne? Also kann ich nicht meckern. Da sind 50 Stück in diesem Paket drin und ich habe bezahlt für das Paket 82 Cent. Dann habe ich mir, ich zeige euch mal zuerst die Nummer.
Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Na, machen wir mal so rum. Und zwar sind das so kupferfarbene Anhänger mit Alphabet. Also da sind 50 Stück in der Packung drin. Das sind richtig mehrere Buchstaben selber. Auch sehr schön, wenn man mal ein Fudori hat, wirklich in diesem Kupferton, wo man dann halt wirklich einen Charme braucht, kann man die super nehmen. Schade, die gab es nur in dem Kupfer. Ich hätte sie gerne auch noch in Silber und in Gold gehabt. Aber ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die ja noch. Bezahlt habe ich hier für 1,87 Euro. So, dann habe ich mir... Ne, wir nehmen zuerst die hier. Hier einmal die Nummer. Und zwar habe ich mir hier so kleine Love-Zeichen bestellt. Da sind jetzt 5 Stück drin. Ich packe euch mal eins aus, weil die sind eigentlich ganz süß. Ich habe die bestellt für meine Medaillonkette. Und da passt sowas super rein. Die sind so richtig klein und süß und total niedlich. Und die haben gekostet 13 Cent. Man kann sie natürlich auch als Charme nutzen. Man muss dann nur halt irgendwo einen kleinen Ring durchziehen, dass man sie dann halt auch irgendwo anbringen kann. So, davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5. So, hier einmal die Nummer. Da sind jeweils 5 Stück drin. Bezahlt habe ich pro Packung 41 Cent. Ich zeige sie euch mal, auch gedacht als Anhängerchen für ein Fudori. Finde ich die super, super schön. Da durften dann auch gleich 5 Pakete mit. Weil für 41 Cent, mein Gott, das ist ja fast gar nichts, ne? Also 5-mal. Dann habe ich mir hier einmal die Nummer. Ich zeige sie euch gleich einmal ausgepackt. Auch da sind jeweils 5 Stück drin in der Verpackung. Pro Paket habe ich bezahlt 77 Cent. Die wollte ich jetzt so haben fürs Basteln. Und zwar sind das solche großen. Ihr packt heute irgendwie. Solche großen Blüten in Kupfer. Fand ich auch ganz cool. Die durften dann halt 2-mal mit. So, dann habe ich mir... Da habe ich jetzt allerdings keine Artikelnummer, weil ihr seht, da ist kein Schild drauf. Bezahlt habe ich aber 1,21 Euro. Was mich da ein bisschen ärgert, dass sie so ankommen. Ich meine, man kann sie biegen, gar keine Frage. Aber man muss immer aufpassen, dass man sie nicht kaputt macht, ne? Beim wieder gerade biegen. Also das ist für mich wirklich schon ein kleines Manko. Aber sonst sind die halt wirklich sehr, sehr hübsch, so zum Verbasteln. Für Alben zum Beispiel, macht ihr hier ein Loch durch, macht ein Brett rein, dann habt ihr wirklich wie so einen Drehmechanismus, ne? Der die Seiten dann halt wirklich auch zuhält. Dafür habe ich sie geholt. Wie gesagt, 1,21 Euro. Ich habe leider keine Artikelnummer parat. Ja, weil da halt einfach gar kein Schild drauf ist. Aber wenn ihr nach sowas sucht, Verzierungen, Blätter, Silber, dann sollte sowas zu finden sein. Nur da sind jetzt wirklich, wie gesagt, ganz, ganz viele, die wirklich so geknickt sind, ne? Und das finde ich nicht so schön. Ich weiß auch gar nicht, wie viele hier drin sind. Ich glaube, es sind 20 Stück, glaube ich. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, ja, 20 Stück sind das. Für 1,21 Euro finde ich, ist schon ein guter Preis, ne? Ich meine, man weiß ja, was man sonst so für so einen Kram bezahlt. Da ist das da auf jeden Fall billiger, ne? Und ich bestell da jetzt zwar nicht oft, weil ich nicht immer irgendwas brauche und für ein oder zwei Teile dazu bestellen, das lohnt sich halt einfach nicht, ne? So, da war doch glatt mein Kamera-Akku leer. Den musste ich mal gerade ganz schnell wechseln. Ich zeige euch mal erst die Artikelnummer. Ihr seht auch schon den Preis. Ich habe die immer da drauf geschrieben. Ich habe sie gesehen. Es ist teuer für 10 Stück. Muss ich ganz ehrlich sagen. 2,55 Euro. Aber ihr seht gleich, warum ich sie bestellt habe. Und vor allen Dingen, was es ist. Die sind richtig, richtig hübsch. Auch gedacht für Fotoris, ne? Und zwar sind das solche Strasssteinkreuze. Finde ich wunderschön. Die glitzern richtig, also das ist echt richtig cool. Und deswegen, auch wenn sie 2,55 Euro gekostet haben, habe ich sie trotzdem bestellt, ne? Weil wenn ich die Fotoris mache und weitergebe, dann sollen die auch vernünftig aussehen und deswegen durfte das dann halt mit. So, wo mache ich denn weiter? Genau, nehmen wir erst die hier. Davon habe ich 3 Stück bestellt. Da habe ich mich auch schon geärgert. Da hätte ich auch noch mehr bestellen sollen. Vielleicht mache ich das nachher sogar noch, dass ich noch eine Bestellung nachlege. Hier einmal die Artikelnummer. Und oh, ich bin hin und weg. Die kosten 87 Cent. Aber die sind richtig, richtig cool. Und zwar sind das solche Quasten. Guck mal. Die sind richtig schön. Gerade auch so für ein Fotori, wenn mal ein bisschen mehr geklimpert rein sein soll, finde ich das richtig genial. Die haben oben ein Karabiner und dann halt hier mehrere Perlen unten dran. Und für 87 Cent für eins finde ich das in Ordnung, ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, das wäre unglaublich unverschämt oder so. Ich bin sogar am Überlegen, ob man sowas nicht selber machen kann. Aber bisher habe ich noch nicht gesehen, wie das zusammengehalten wird. Aber ich glaube, man könnte sowas auch in der Richtung selber basteln. Muss ich mal gucken. Weil die sind wirklich richtig gut und Perlen habe ich ja satt und reichlich da, ne? Also daran soll es ja bei mir nicht scheitern. Also die durften dreimal mit. Ich werde garantiert aber trotzdem noch welche nachziehen. So. Davon habe ich 10 Tüten. Da sind jeweils 5 Stück drin. Und zwar sind das so Herzchen mit Unendlichkeitssymbolen. Zwei rausgeflutscht. Auch sehr gut für die Fotoris, ne? Ich finde, gerade mit dem Unendlichkeitszeichen, sowas zu verbasteln ist ja schon echt mega cool. Aber wenn man dann noch ein Herz mit dabei hat, ist das genial. 5 Stück haben hier gekostet 27 Cent, also pro Tütchen 27 Cent. So, und jetzt kommt das letzte Tütchen. Ich zeige euch mal die Nummer. Ihr seht auch schon den Preis. Und zwar sind da 200 Stück drin. Für 1,40 Euro. Ich habe Metallflügelchen, satt und reichlich. Aber ich habe bisher noch keine in Plastik gehabt. Und die leuchten dann auch noch so regenbogenfarben. Finde ich ganz süß. Und habe ich einfach mal mitbestellt. Also richtig, richtig cool. Ja, das war es dann erst wieder. Wir sehen uns später. Bye, bye. Ja,
Wir haben das nächste. Und zwar habe ich von Ali heute noch was im Briefkasten gehabt. Und zwar habe ich mir 2x10 Charms bestellt. Sie wurden zusammen in einer Tüte geliefert. Und zwar sind das solche kleinen süßen Kleeblätter. Finde ich ganz niedlich, so mit den Herzchen. Ich habe die jetzt mal durchgezählt. Generell müssten 20 Stück in der Tüte sein. Es sind aber 22. Also sie haben 2 mehr reingetan. Finde ich ganz super. Bezahlt habe ich für 10 Stück 1,02 Euro. Also 2,04 Euro für das Paket. Ihr könnt euch bestimmt im Video erinnern. Da möchte ich euch auch mal was zu sagen. Ich habe ja diese Schablone gekauft, die Standschablone, und habe sie jetzt reklamiert, mit dem Grund, dass sie nicht funktioniert. Und da bekomme ich jetzt das Geld komplett für wieder. Und die Schablone darf ich behalten, heißt, diese wird auf jeden Fall in den Müll gehen, weil was soll ich mit einer Schablone, die nicht funktioniert? Ne? Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Das andere habe ich euch erzählt mit meiner Ladestation für mein Samsung, dieses Induktionsladegerät. Das Geld bekomme ich nicht wieder. Die haben mir mein Konto wohl gelöscht. Das heißt, ich kann mich nicht mehr einloggen. Ja, also das war meine einzigste Bestellung da. Ich werde da nicht wieder bestellen bei ICB. Ja, sehe ich irgendwo nicht ein, weil das Ding ist ja nun mal kaputt. Die meinten, ja, ich müsste da ein separates Teil haben für das S8 Plus. Das könnte man nicht mit Induktion laden. Das S8 ja, aber das S8 Plus angeblich nicht. Ich habe denen geschrieben, ich habe das 2x damit vollgeladen und dann war sie kaputt. Also es hat funktioniert. Sie war gängig. Ja, daraufhin haben die dann wohl mein Konto gelöscht und ich habe das Geld dafür nicht mehr wiederbekommen. Dann wisst ihr schon mal, wie dieser Shop ist. Also ich werde dann definitiv nichts mehr kaufen. Ich habe jetzt nochmal Yom ausprobiert. Mal gucken, wie die sind. Da warte ich auch schon eine ganze Weile drauf, dass das kommt. Und ob das alles einzeln kommt oder halt zusammen in einem Paket. Das werdet ihr dann aber erfahren. Ja, das war jetzt erstmal das Neue, was ich euch so erzählen wollte. Und ich sage jetzt erstmal bis gleich. So, die nächsten Sachen sind angekommen. Und zwar sind das 4 Sachen von Ali und 2 von Yom. Ich fange mal mit Yom an. Und zwar habe ich mir... Entschuldigt bitte. Bei Yom solche Silikonmatten geholt. Und zwar, man kann sie nutzen, zum Beispiel, wenn man einen halben Apfel oder so liegen hat, zieht man es einfach drüber, dann bleibt der Apfel frisch. Ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich das auch für Lebensmittel direkt nutzen werde, weil man weiß ja, China-Sachen ist nicht so, dass diejenigen drauf aufpassen, ne? Mit den ganzen Inhaltsstoffen. Aber so zum Beispiel Tupperdosen oder große Schüsseln, wenn man das mal hat, kann man super mit diesen Dingern abdecken. Da kommen die nicht direkt mit den Lebensmitteln in Berührung und ich denke, dann wird auch nicht viel passieren. In diesem Set ist ein kleiner, dann sind 2 Stück in dieser Größe. Und ein ganz großer mit drin. Ich habe bezahlt bei Yom für das Set 2 Euro. Das finde ich in Ordnung. Wenn ich sie auch nicht nutzen sollte für Dosen oder so, dann vielleicht eventuell, wenn ich Resin gieße und die Teile lackiere, dass ich sie dann darauf ablege, weil die haben hier so richtig schöne Noppen. Das heißt, die Resin-Teile liegen nicht ganz auf. Ne? Dann werde ich sie dafür nutzen. Irgendwie werde ich sie auf jeden Fall verwenden. So, dann legen wir das mal beiseite. Dann auch gekommen. Und zwar habe ich mir noch einen
einen Spritzbeutel aus Silikon geholt. Manche sagen, die funktionieren nicht für Dekodänen. Ich sage aber, sie funktionieren. Man kann sie super reinigen. Also wenn ihr mit Silikon gearbeitet habt, lasst es einfach darin trocknen. Und dann könnt ihr den umstülpen und das Silikon einfach abziehen. Also das funktioniert. Lasst euch da nicht abschrecken. Ich nehme die nur. Ich habe den jetzt extra geholt noch auf Reserve, wenn ich vielleicht noch mit einer anderen Farbe oder so arbeiten möchte, dass ich dann zwei Stück habe. Sonst hätte ich mir den nicht geholt, weil ich habe einen. Aber für eine zweite Farbe funktioniert das auf jeden Fall. Ne? Der hat gekostet bei Jom 1 Euro. Und ich habe gedacht, für 1 Euro kann man den auf jeden Fall kaufen. Und er wird für das Dekodän auf jeden Fall seinen Dienst tun. So, dann habe ich bestellt noch bei Ali. Und ich habe, muss ich mal gerade gucken, dass ich was bekomme mit dem Weißen. Genau, nehmen wir das mal. Ich habe Stempel bestellt. Und zwar einmal hier diese Kleckse. Ich denke, so könnt ihr sie ganz gut sehen. Das sind einmal solche Farbstreifen. Dann haben wir hier verschiedene Kleckse. Kommt auf jeden Fall sehr gut, wenn man ein bisschen Vintage machen möchte. Dafür möchte ich sie auch haben, weil man kann damit wirklich richtig schöne Flecken hervorrufen. Ne? Dann zum Beispiel mit dem Stempelkissen von Stampin' Up, das Savanne, damit irgendwo auf ein Stück Papier, ein buntes Stück Papier gestempelt. Und das sieht original aus wie ein Fleck. Ne? Also ganz, ganz klasse. Das Stempelset hat jetzt gekostet 93 Cent. Dafür geht es immer. Ne? Dann habe ich einmal hier das Stempelset mit den Babys bekommen. Ich habe gesehen, ich habe sie mir bei Jom noch einmal bestellt, aber das ist nicht schlimm. Die wandern dann in ein Geburtstagspaket. Die finde ich total niedlich mit diesen Kindern, also total klasse für eine Babykarte oder so. Also das geht wunderbar. Ja, gekostet haben sie 86 Cent bei Ali. Und ich denke, da kann man definitiv nicht meckern. So, dann kommt das wieder weg. So, jetzt kommen noch Artikel, die nichts mit Basteln zu tun haben. Und zwar habe ich noch ein paar Handyhüllen für mein Handy bestellt. Einmal hier so eine lilane. Die ist ganz cool. Das ist eine 360-Grad-Hülle. Und ihr seht, die ist einmal wirklich komplett umrum. Bei diesen Hüllen sind immer Panzerfolien mit dabei. Also es ist so, dass ihr die nie blasenfrei bei dem S8 Plus drauf bekommt. Also nicht die aus China. Ist aber nicht schlimm, weil ich finde, so schlimm sieht das jetzt nicht aus. Mal die ein oder andere Blase, ist es okay. Hauptsache, mein Display ist geschont. Wenn das Display an ist, sieht man die sowieso nicht mehr. Also die habe ich einmal in dem Lila und ich habe sie einmal in dem Silberton bestellt, in dem matten Silber. Ich wechsle ganz gerne mal und dafür sind die echt super. Gekostet hat hier jetzt eine 1,10 Euro. Da kann man echt definitiv nichts sagen. Die sind sonst, wenn man die in Deutschland kauft, echt schweineteuer. Und für 1,10 Euro, mein Gott, da durften halt die beiden noch mit hin. Es kommen auch noch mehr Handyhüllen, die ich euch zeigen möchte. Aber sie sind halt noch nicht da. Ne? Das folgt dann in Richtung Ende des Videos auf jeden Fall noch. Ja, das war es jetzt erst einmal und wir sehen uns bei den nächsten Teilen. Bis dann. So, und schon kommt das nächste. Die Post war gerade da und hat mir noch ein bisschen was gebracht. Auch wieder von Jom und von Ali. Wir fangen mit Jom an, weil das ist nur ein Teil. Und zwar, ihr wisst ja alle, ich stehe auf Einhörner. Und ich habe mir hier, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, so süße Nagelstickerchen gekauft mit Einhorn. Die will ich aber nicht für meine gemachten Nägel haben, sondern ich möchte damit den Resenteil nutzen. Genau, die finde ich ja mal mega, mega süß. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie seht, ja doch. Also die sind richtig schön. Habe ich bei Jom bezahlt, 1 Euro. Finde ich in Ordnung.
Dafür sind die sehr, sehr schön und ich werde sie auf jeden Fall für Resin benutzen. So, dann wisst ihr ja alle, ich mache auch ja, Fudoris. Das habe ich euch ja schon öfter mal gezeigt. Und ich habe eigentlich vor, sowas auch selber zu machen. Jetzt nicht unbedingt hier mit der Tasche. Aber gerade, wo man dann auch Karten oder sowas reinstecken kann. Das möchte ich in meinen Mitverein. Ja. Das hier ist jetzt ein Schauexemplar. Das habe ich bestellt, kostet 85 Cent bei Ali. Und danach will ich mal gucken, ob ich das irgendwie bei mir mit verarbeitet bekomme in meinen Fudoris, dass ich halt irgendwas selber machen kann. So, dann habe ich von Ali bekommen, ich habe so Charms bestellt, zwei verschiedene 50er Pakete, einmal so ein Maritim und einmal normal. Ich werde es euch mal einmal ein bisschen auf die Hand gießen. Meine Güte. Ich denke, dann kann man sie noch ein bisschen besser erkennen. Ich habe jetzt pro 50er Tüte habe ich bezahlt 2,27 Euro. Das ist okay für 50 Stück. Die sind halt auch als Anhängerchen für meine Fudoris gewollt. Hier haben wir sogar ein Einhorn. Total niedlich. Hier ist ein Pegasus. Also sie sieht ganz verschieden von Schmetterlinge. Hier haben wir einen Totenkopf für jemanden, der Totenköpfe ganz gerne mag. Ein Love-Zeichen zum Anhängen. Musiknote für jemand, der vielleicht ein Instrument spielt. Schlüssel, Herzen. Also hier ist alles bunt gemischt. Finde ich eigentlich ganz super. Hier jemand zum Beispiel eine Hundepfote. Wenn jemand Hunde mag. Ja, ich finde es super. Schlüssel. Katzen. Eine ganz, ganz tolle Mischung. Wie gesagt, pro habe ich 2,27 Euro bezahlt. Und sind 50 Stück jeweils, ne? So, das waren einmal die normalen. Und dann habe ich das gleiche nochmal bestellt mit Maritim. Oh, ich hasse diese Tüten. Hier bei dem Maritim seht ihr hier zum Beispiel einen Kraken. Dann haben wir Muscheln, Schiffe, Fische. Hier haben wir Fischgräten. Hier auch. Pinguine. Dann haben wir hier eine Schildkröte, Muscheln, ein Anker, Seepferdchen. Also da ist alles Mögliche, was so in dem Bereich von dem Maritim gehört, mit drin. Also ganz, ganz toll. Hat sich wirklich gelohnt. Hier zum Beispiel einen ganz, ganz kleinen Mini. Das ist eine Schildkröte. Hier haben wir Seehunde. Ja, ich würde einfach sagen, definitiv hat sich das gelohnt, ne? Gerade einmal wieder in die Tüte. Solche kann man wirklich sehr, sehr gut an den Fudoris verarbeiten. Ne? Ihr habt ja genug Anhängemöglichkeiten. So, und dann habe ich noch bestellt hier. Es sind 40 Stück insgesamt, 2,09 Euro. Das sind solche Herzen. Auch sehr, sehr schön. So könnt ihr sie besser sehen. Also die sind wirklich richtig gut, ne? Und da habe ich bezahlt für 40 Stück 2,09 Euro. Das ist auch okay. So habe ich jetzt auf definitiv erstmal genügend Charms, obwohl noch ein paar offen sind. Also ein paar kommen noch. So.
Ja, also das hat sich definitiv heute wieder gelohnt. Ja, das war's auch jetzt schon wieder. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns bei dem nächsten. Bis dann. So, die nächsten Sachen sind gekommen von Ali. Nicht wundern, ich habe einen Fingernagel weg. Deswegen sieht das jetzt gerade ein bisschen müllig aus. Aber die werde ich sowieso demnächst wieder abmachen müssen, weil ich meine Reha genehmigt bekommen habe. Und da dann eventuell 6 Wochen, das funktioniert nicht. Ich kann mir da nicht auch anfangen, Nägel zu machen. Ja, auf jeden Fall kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Es sind jetzt 4 Stück gekommen. 3 Sachen sind fürs Handy und eine Sache zum Basteln. Und wir fangen mit den Sachen fürs Handy an. Und zwar habe ich mir eine TPU-Hülle gekauft. Die hier ist ganz besonders, weil die Kanten in Rot gehalten sind. Ich habe ja ein schwarzes Handy, auch hier. So, die Löcher sind in Rot. Hier unten ist in Rot. Ist flexibel, ihr seht das. Hat gekostet bei Ali für das S8 Plus 1,26 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, ist günstig. Und mal fürs Wechseln finde ich das ganz cool. Dann habe ich mir eine Spiegelhülle bestellt. Guck mal, da seid ihr. Hallo! ja, auch diese ist eine softige. Ne? Also die ist nicht ganz so starr. Hier dann auch mit weich. Ne? Wie so eine weiche TPU-Hülle. Ne? Fand ich ganz cool. Ist in Rosé. Ja, kann man einfach nicht meckern. Hat gekostet 89 Cent. Also ich habe mich richtig in Unkosten gestürzt. Ne? So, dann habe ich als nächstes bestellt 3 neue Panzerfolien. Die brauche ich zwischendurch immer mal zum Wechseln. Rokizuki hat man da halt wirklich Kratzer drin. Hat eine gekostet 64 Cent. Ich habe, damit es sich lohnt, gleich 3 Stück genommen. Ist auch nicht die Welt. Es gibt immer Reinigungstücher mit dazu. Ne? Einmal trocken und einmal nass. Und die hier ist generell da zum Display sauber machen, dieser hier. Das nimmt man dann drauf, klebt drauf und dann kann man so diese ganzen Staubfusseln und so runterholen. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber sie sind halt mit dabei. Dann, ich brauche sie aber, wie gesagt, nicht. Ne? Also pro Stück 64 Cent für das Samsung Galaxy S8 Plus. So, und jetzt kommt der eine Artikel vom Basteln, der gekommen ist. Und zwar habe ich mir noch eine Boxstandschablone geholt. Und zwar ist das so wie so eine Kissenhülle. Von dem hier müsst ihr zum Beispiel 2 Stück stanzen. Und dann habt ihr hier die Klebelasche, womit die dann miteinander verbunden werden. Fand ich ganz cool. Ich habe sie so noch nicht. Und ihr seht, die ist gar nicht mal so klein. Ne? Also da könnt ihr richtig was reinpacken in diese Boxen. Geschenke, ne? Also ich finde sie cool. War jetzt nicht ganz so günstig. Also die hat jetzt 3,34 Euro gekostet. Natürlich günstiger, als wenn man sie zum Beispiel vom My Favorite Thing nehmen würde, wenn sie sie hätten. Ich weiß nicht, ob sie sie haben. Aber dafür ist das schon günstig, ne? Wenn man so vergleicht, was es bei anderen kosten würde eventuell. Ne? Ja, die ist dann auch jetzt gekommen, die letzten Tage. Ja, und dann sehen wir uns bei den nächsten Sachen. Bis dann. So, die nächsten Sachen von Ali sind angekommen. Kommt ja immer am Tag so ein bisschen. Ne? Eine Sache für mein Handy und 3 Sachen Richtung Basteln. Wir fangen mit dem Handy an. Und zwar habe ich mir eine geflochtene rote Hülle bestellt. Die ist flexibel, genau für mein Handy, und hat gekostet 1,60 Euro. Finde ich in Ordnung. Ich fand die ganz cool, auch auf dem Bild her und auch so. Die hat hier halt, könnt ihr auf der Rückseite sehen, ganz viele Löcher. Das heißt, wenn ihr ein Handy habt, was relativ schnell warm werden sollte, kriegt es dadurch noch ein ganz kleinen Hauch Luft, dass es ein bisschen schneller wieder auskühlt. Ne? Also 1,60 Euro habe ich dafür bezahlt. Dann habe ich hier Charms als Schmetterlinge.
Und zwar habe ich eigentlich 2x10 Stück bestellt. Die haben es mir aber zusammengepackt. So sind dann jetzt 20 Stück draus geworden. Und für die 20 Stück habe ich jetzt bezahlt 1,96 Euro. Finde ich ganz süß. Als Anhängerchen, gerade für die Fudoris, sind die ganz interessant. So, dann habe ich noch zwei Stanzschablonen bekommen. Einmal diese hier. Das ist so eine Schmetterlingsbox. Und die ist relativ niedrig, also schon recht klein. Von der hier müsst ihr zum Beispiel auch zwei machen. Zweimal die ausstanzen. Und dann aneinander kleben, damit ihr dann halt auch wirklich alle vier Seiten habt. Ne? Aber die ist ganz süß. Fand ich super. Durfte mit für 2,90 Euro. So, dann hier das größere Exemplar. Hier liegt auch noch eine Schleife extra. Und zwar ist die etwas teurer. Ja, was heißt etwas teurer ist gut. Sie stanzt halt, sie prägt, sie hat gestrichelte Stanzlinien. Und hier dann halt auch, das wird alles geprägt. Ich werde gleich mal einmal fertig machen. Dann kann ich euch gleich zeigen, wie die komplett zusammengebaut aussieht. Die hat jetzt gekostet 6,40 Euro. Ich meine, die ist nicht gerade klein, so im Vergleich zu meiner Hand. Ich fand die einfach schön und deswegen musste sie mit. Ne? Da bin ich dann auch nicht so, ja, finde ich das nicht so, ach, wie sage ich das? Wenn mir was gefällt, dann bezahle ich auch gerne etwas mehr dafür. Ne? Dann ist mir das eigentlich Wumpe. Ne? Also ich werde die jetzt mal gerade stanzen durch meine Cuttleback und dann zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Bis gleich. So, ich habe die beiden Stanzen jetzt einmal gestanzt. Bei dieser hier ist das hier rausgekommen. Was mich da ein bisschen stört, sind die Flügel. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt einfach nur verkehrt zusammengebaut habe. Wenn das ich hätte, das zweite Seiten verkehrt, aber das hätte ja auch nicht gepasst. Ja? Also da stört mich das ein bisschen mit den Flügeln, dass die so unterschiedlich sind. Ne? Das sieht ein bisschen, ja, komisch aus. Von unten zugemacht sieht es so aus. Also ich habe jetzt natürlich sehr, sehr dünnes Papier genommen. Ich habe einfach so ein altes Stück Papier genommen. Aber ansonsten finde ich sie ganz süß. Die ist nicht ganz so groß. Ne? Das heißt, wenn man mal so eine Kleinigkeit verschicken will, ist das ganz niedlich. So, und dann habe ich die hier gestanzt. Ich habe sie jetzt einfach nur mit Klemmen einmal zugehalten. Die sieht dann so aus. Unten habe ich sie geklebt. Und ich hoffe, ihr könnt sehen, das Geprägte. Da müsst ihr auf jeden Fall gucken, weil ja, ich hatte gerade ein paar Probleme, dass das geprägt wird. Ich musste sie, sieht man hier, noch ganz anders einlegen. Ich musste meine Silikonmatte direkt unter dieser Stanze, und also erst die Silikonmatte, dann Papier, dann Stanze. Und dann kam dann halt erst die Prägung zum Vorschein. Ne? Ist auch ganz süß. Passt jetzt natürlich auch nicht die Welt rein, aber mal so für Kleinigkeiten finde ich das ganz toll. Ja, kann man dann hier zum Beispiel so gucken, ob ich es jetzt hinkriege, wenn man es dann nicht mit Klemmen oder so festmachen möchte. Und zwar könnt ihr dann diese kleine Lasche, die hinten ist, einfach umklappen, dann hier rein und dann kann man sie auch so übergeben. Ne? Hier halt hinten das Muster, habt ihr hier Herzen und hier dann halt noch ein paar Schmetterlinge. Also so im Großen und Ganzen finde ich sie ganz süß. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man es dann noch ganz fest zukleben möchte, das nochmal so umrumschlagen. Aber dann finde ich, ist echt der, ja, übertrieben. Ne? Vor allen Dingen dann passt das nicht ganz, wenn ihr dann sogar dickeres Papier nehmt. Ja, das sitzt dann einfach nicht mehr. Ne? Also ich finde es dann so auf jeden Fall schöner. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie die Stanzen stanzen. Sie sind super.
vom Stanzen her. Ja, wenn man da weiß, dass man dann die Silikonmatte noch direkt unter Papier und Stanze legen muss, dann, dass es dann direkt mitprägt, kann man das auf jeden Fall machen. Für die hier ist auch meine Cuttleback etwas, ja, was ein bisschen knapp von Platz her. Ich habe halt nur sehr begrenzt. Also dies hier passt genau für die Cuttleback. Mehr dürfte es nicht sein. Das ist am Ende von der Platte. Ich hoffe, ich bin jetzt im Bild. Also hier ist ein Ende der Platte und da das andere. Passt genau rein durch die, passt genau durch die Cuttleback durch. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns später bei den nächsten Sachen.